Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. Jo, wir sind hier auf Kalador. Ich glaube, ich habe es endlich mal richtig gesagt. Und wir sind hier bei einem Lager der Jäger. Und der Typ hier hat gemerkt, es ist in der Nähe ein ziemlich komisches Geräusch. Und er möchte das Biest gerne jagen gehen. Um was es sich handelt, soll man dann erst später erfahren. Aber ich würde sagen, machen wir doch die Quest. Gehen wir jagen. Lass uns Biester jagen. Ja. Dann wollen wir mal hoffen, dass sie den Spieß nicht umdrehen und uns jagen werden. Sieh deine Waffe und mir nach. Jawohl. Noch ein Tipp, bevor wir uns mit dem Viehzeug anlegen. Sie sind äußerst schnell und haben scharfe Klauen. Okay. Wer überleben will, dessen Verstand muss schneller und seine Klinge schärfer sein. Okay. Worauf wartest du? Ich sammle nebenbei die Sachen ein. Nicht so schlimm. Das ist eine echte Plage. Ja, da haben sie recht. Das kann so mancher von sich behaupten. So, ja, ich sammle nur hier die... Nach. Ja, ich war hier noch nicht. Ich sammle noch schnell die Sachen hier auf nebenbei. Komm. Ja. Oh. Oh. Was sind meine Äuglein? Da ist ein Teleporter. Du kannst schon sterben, ist kein Problem. Ja, mach hinne. Das war ein Kampf. Ich würde auch sagen. Ist anständig gewesen. So, habe ich den jetzt gelootet? Ja, passt. Warte mal kurz, ich muss nur schnell den Teleportstein da hinten nutzen. Einen kleinen Moment bitte, es dauert nicht lange. Und ein scharf Auge nehme ich mit. So, bitte einsetzen. Geht doch. Ja. Sehr, sehr gut. Sehr praktisch. Teleporter des Eisenwaldes. Bin schon da. Ich komm schon. Wo bist du hin? Hallo? Kumpel. Da vorne. Nein, doch nicht. Wo ist denn hin? Felsspinne tot. Oh, oh. Ah, hier ist er. Mir nach. Ja. Ich muss ja noch speichern. Warte mal. Der ist so schnell. So, ja. Ich muss noch schnell einen neuen Spielstand erstellen, weil ich habe noch so viel... Ich habe keinen Platz mehr gehabt, so muss ich sagen. Ich habe noch zwei ältere Parts, die ich noch verarbeiten muss. Ja. Aua, aua, aua. Au. So, ich hau dich. Heimtückischer Drachenschnapper. Okay. Au, au, au. Zack, zack, zack. Das war heftig. Zusammen schaffen wir das. Jetzt ist der eine runtergestürzt. Oh, da ist noch einer. So, geh ein. Du kannst eingehen. Du Schnappi. Würdest du? Danke. Huch, was ist denn das da? Oh mein Gott. Was ist denn das für ein Viech? Ist das so ein Varan? Hallo. Ein Varan, tatsächlich. Halte ich gegen dem Viech schon mal die Ehre? Ich glaube, ne? Am Strand, glaube ich mal, irgendwo, oder? Was für ein Kampf. Danke. Ich suche einen Drachenschnappi. Oh, da ist ein Bergkristall. Oh Mann, wenn ich da jetzt runterstürze. Ach, machen wir das nachher. Machen wir das nachher, weil ich will den Jäger nicht verlieren. Nach Möglichkeit. Da ist noch so ein Schnappi. Wo ist denn der jetzt hin? Da ist nochmal eine Beere und ein Schnappi. Komm. Ist da nicht noch einer gewesen? Nein. Mir nach. Ich komm schon. So, und jetzt? Ja, ich gehe jetzt dir nach. Wohin jetzt?
Darüber? Wohin möchtest du? Mein Vater war früher selber Jäger. Okay. Aber dann wurde der Dschungel lebendig und hat ihn geholt. Deine Viecher lauern niemanden mehr auf. Deine Viecher lauern niemanden mehr auf. Hoffen wir mal, dass das alle waren. Ich hasse die Biester. Hier, dein Anteil an der Beute. Danke. Was wirst du jetzt jagen? Was wirst du als nächstes jagen? Das weiß nur der Wald. Man muss nur zuhören, was er einem flüstert. Wenn der Wind sanft durch die Baumkronen streicht, die Blätter zu Boden fallen. Gut, ich glaube, ich habe genug gehört. Pass auf dich auf und vergiss nicht, immer gegen den Wind jagen. Ist klar, weil sonst nehmen sie die Witterung auf, die Biester. Ich gehe jetzt da kurz speichern. Und werde jetzt da den Bergkristall mir schnappen. Da oben ist noch ein Lager. Alter, wo bin ich denn da hingekommen? Ich schaue mir das kurz noch an hier. Hallo? Also ich bin dumm, das sind eh die Jäger. Ich dachte schon, hä? Da ist noch eine Hütte? WTF? Da ist alles okay. Ich bin nur im Kreis gelaufen. Wer hätte das gedacht? Ja. Bergkristall. Genau, den wollte ich noch holen. Der ist ja da unten. Oh Gott. Oh, langsam. Wow. Ja. Gut, nichts gebrochen. Sehr gut. So, mein Bergkristall. Habe ich schon einen übersehen? Unter Anführungszeichen. Ja, tatsächlich hier. Jetzt könnte ich mich nochmal borten. Müsste darüber auf die andere Seite. Da drüben scheint noch ein Wasserfall zu sein. Und, ja. Sehr was. Hä? Ich dachte gerade, da hat was geknurrt. Ja. Hier drüber. Hier rauf, glaube ich. So, dann vielleicht nicht allzu schnell. So, da oben, ich sehe ihn schon. Ich sehe ihn schon. Wow, alter Schwede. So, sehr gut. Da oben ist noch einer. Okay, kann ich hier hoch? Klappt das überhaupt? Ich probiere es mal. Ja, das scheint zu klappen. Alter Schwede. Eine Bergziege ist ja nichts im Vergleich. Wow. Wow, wow, wow. Aua. Sehe nichts. So, noch ein Stück. Da oben ist er. Oh, ruck. Wow. Jesus, na. Ah, das ist ein Schöpf, ey. So. Ja, komm zu Papa. Ja. Du kannst da schon probieren hochklettern, Freund. Na, nicht ins Wasser stürzen, ey. Du hast das schon da oben. Mann, ey. So. Wieso geht das nicht? Hallo? Nein, nicht runterfallen. Vielleicht da drüben. Wow, ey. Das ist echt Arbeit schon mittlerweile. So, jetzt aber. Oi. Na, gute Nacht. Lol, das wäre mit dem hier einfacher gegangen. Ja. So, hüpf. Hüpf. So. Das ist, glaube ich, irgendein Viech. Nicht die Ratte, sondern die habe ich gemeint. Termiten. Da. Den Termitenkrieger noch kaputt hauen. Ja, ja. Das Schwert ist auf jeden Fall besser. Wesentlich besser. Als das drum, was wir da jetzt hatten. Da ist noch einer oben. Ah, na, unten. Passt schon. Servus. Da rollen die Dinger runter, wenn du es bedenkst. So. Noch mehr Termiten.
Ja, das ging echt gut. Ich mag das Schwertchen. Hat sich gezahlt. Ausgezahlt. Ja, ja. Ah, da ist noch einer. Hoppala, zwei sogar. Und ein Baran. Da gibt es einiges noch an Getier. Das freut mich. Komm her. Au. Das war ein Kampf. Ja. Anständig. Da oben ist noch ein Drachenschnappi. So. Ja. Und machen wir sie kaputt. Aua, aua, auchi. Aha, da ist noch ein Dritter. Das war heftig. Oder? Hat's mir so angehört. Oh, da. Aua. Ja, geht ja. Hoppala. Was denkst du, diesen Ort? Na. So. Puh. Da haben wir noch einen Scavenger. Dankeschön. Und auf Wiedersehen. Da ist noch ein Scavenger. Ja, das war heftig, genau. Auch ein Schafauge. Da drüben ist sogar eine Spinne. Echt? Okay, ich glaube, ich speichere mal. Jetzt haben wir schon einiges geplättet. So. Heureka! So, komm her, du Viech. Zack, zack, zack. Auch ein Geisterpilz sehe ich da. Ja. Und ein Teleportstein. Lol, lol. Und ein Geisterschwammerl. Und ein Jägerwurzel. Nice. Wow, 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 wow. Langsam. So, schnell was essen. So. Genau, den Scavenger da drüben habe ich gemeint. Den machen wir noch platt. Hoppla, doch. Schläft mir. Sehr gut. So, dann geht's weiter mit der Bergkristallsuche. So, speichern zwischendurch wäre gut. So, jawohl. Ah, da ist einer. Da ist er, ja. Kannst hier hochklettern nochmal. Sehr gut. So, gibt es jetzt hier noch mehr? Nein, müssten wir alle haben. Wie schaut's aus, Logbuch? 20 von 20, passt. Können wir abgeben. Dann haben wir noch das hier zu machen. Das passt eh jetzt zusammen. Passt genau. So, ich muss mich jetzt wieder wegporten. Zur Taverne, genau. Ja. Wieder das Stückel runterlaufen. Gut, hätte ich doch zuerst Kalador machen müssen. Ja, mei. Ist ja wurscht. Wozu haben wir denn eine schöne Schaluppe? Gehört ja auch mal genutzt, damit sich ein neues Schiff auch auszahlt, ne? Ja, das alte muss zuerst verbraucht werden. Na? Das ist der Wind, ne? Das dachte ich schon, das ist ein Viech. Tja, sehr gut. Umsonst war es ja nicht. Wir haben ja ein paar Erfahrungspunkte wieder bekommen. Also Ruhmpunkte. Nicht Ruhm zum Saufen, denn auch, aber Ruhmpunkte. An Bord bitte, ja. Und wieder zurück. Seestechen und zurück nochmal nach Taranis.
So, du kommst wieder mit. Komm mit. Ja. Und dann geht's wieder ins Lager der Magier. So, Magierfestung. Genau. So, zack, zack, zack. So, zum einen muss ich mit Jafar sprechen, zum anderen Quest. Farunko. Also zuerst Jafar, dann Farunko von mir aus. Oder zuerst Farunko. Farunkel. Machen wir zuerst Farunkel. Farunko und dann... Ja. Bist du Farunko? Nein, Ilva. Ist Farunko wieder oben? Wo ist denn... Ist Farunko hier? Nein. Wo ist denn das Farunkel? Na, da ist er auch nicht. Hä? Bist du hier? Da. Und zwar... Dein Auftrag an Horas betrachte ich als erledigt. Oder zuerst das? Zuerst das, oder? Wegen der Bergkristalle. Ich habe hier einen. Fünf. Nein, Gottes Willen. Auftrag als erledigt. Deinen Auftrag an Horas betrachte ich als erledigt. Gut. Doch können wir immer noch mehr magische Effizienz gebrauchen. Bringe mir einfach alle Bergkristalle, die du finden kannst. Ja. Ich werde es dir entlohnen. Okay. Wegen der Bergkristalle? Wegen der Bergkristalle. Hätte ich tatsächlich so viel? Boah, ich habe ein bisschen Schiss. Warte kurz. Speichern. Zack, zack, brack, brack. Habe ich da jetzt wohl die Quest? Ich habe da ein bisschen Sorge. Braucht immer noch mehr Bergkristalle. Vielleicht kann ich ihm da weiterhelfen. 20 von 20. Wenn ich ihm das jetzt so gebe, passt das so? Ich rede vielleicht zuerst noch mit ihm. Na, scheint schon zu passen. Wegen der Bergkristalle. Wegen der Bergkristalle. Fünf? Hier, fünf Bergkristalle. Großartig. Hier, deine Bezahlung. Wow. Hier, fünf Bergkristalle. Ich schaue, ob das großartig so passt. Hier, deine Bezahlung. Hier, fünf Bergkristalle. Großartig. Hier, deine Bezahlung. Hier, fünf Bergkristalle. Großartig. Hier, okay, deine Bezahlung. Ich denke, damit haben wir genug Bergkristalle. Vielen Dank. Damit werden wir den Reaktor ordentlich einheizen können. Ich werde den Empfang gleich in meinen Unterlagen nachtragen. Bitte gern. Servus. So, ich glaube, das wär's dann, ne? Hätten wir's. Speichern. Zack, zack und so. Passt. Aber jetzt schauen wir nochmal nach. Jetzt fehlt nur noch Jafar. Das schönste Geschenk der Welt. Genau. Jafar ist jetzt noch und dann vielleicht im nächsten Part, dass wir es dann schaffen. Oder übernächsten Part, dass wir dann endlich Dämonenjäger werden. Puh. Ja, kommt doch noch was auf uns zu. Also, Jafar, kennst du Captain Gregorius Emanuel Stahlbart? Kennst du Kapitän Gregorius Emanuel Stahlbart? Der alte Stahlbart? Jip, jip. Ich trage seinen alten Hut. Ist mein Aurikulki. Mein Matar hat mir damals diese Trophäe für meine großen Verdienste geschenkt. Bin sehr stolz auf mein Aurikulki. Jip, jip. Du gibst mir jetzt sofort den Hut nach. Könnte ich mir den mal kurz ausleihen? Könnte ich mir deinen Hut mal kurz ausleihen? Tikipi? Bin ich Gaga? Nee, nee, nix da. Jafar wird schön fein sein Aurikulki behalten. Granne Blemo, warum forderst du Aurikulki von Jafar? Ich brauche einen persönlichen Gegenstand vom alten Stahlbart. Ah, Jafar versteht. Große Zauber-Voodoo-Magie? So ungefähr. Gib mir den Hut, sonst bügel ich ihn aus dir raus. Boah, wie gemeint. Na, so ungefähr. So ungefähr. Jafar gibt dir Haarsträhne vom alten Stahlbart. Klebt seit Jahren noch im Hut. Homi, kurz warten. Hier hast du Haare. Jafar hofft, das reicht für deine Zauberei. Hm, okay, abgemacht. Vielleicht reicht es ja. Danke, Kleiner.
Das heißt, ich sollte mich jetzt schlafen legen, ne? Du liebe Zeit. Oder? Reicht der Schatten? Schwarzmagie-Experimente, Bones, Versteck. Ein schwarzes Herz. Takarikua. Reinigung um ein rohes schwarzes Herz, bla bla. Betty anheuern, Schafar anheuern. Und Kadett. Jetzt müsste ich mich aber hinlegen, oder? Damit das geht. Oder? Ich glaube schon, ne? Ich speichere mal. Dann suche ich mir ein Bettchen. Vielleicht kann ich ja mir eins derweil von den Gnomen ausborgen. Oder ich nehme einfach das von der guten Paula. Ja, die beschwert sich wenigstens nicht mehr. Hallo. Lege mich kurz hin. Nehme ihren Mann, das passt genau. So, genau. Das sollte ja jetzt funktionieren. So. Grummel, grummel. Und da ist er schon, der Papa. Hallo Stahlbart. Na? Ich brauche deine Unterstützung im Kampf gegen das Schattenreich. Ich brauche deine Unterstützung im Kampf gegen das Schattenreich. Ich kann dir nicht helfen, mein Junge. Doch, das kannst du. Ich habe noch eine Chance, mein Leben zu retten. Dazu fehlen mir allerdings die Mittel. Aha, daher weht der Wind. Du hast es wohl auf mein Gold abgesehen, ja? Du hast mir zu Lebzeiten schon nichts hinterlassen. Wird langsam Zeit. Ich habe dich hierher gerufen, du musst mir gehorchen. An diesem Ort brauchst du es sowieso nicht mehr. Du hast mir zu Lebzeiten schon nichts hinterlassen. Wird langsam Zeit. Nun gut, also, was genau willst du von mir? Sag mir, wo du einen deiner Schätze vergraben hast. Ha! Alle Schätze, die ich hatte, wurden schon gefunden. Du lügst doch. Da muss doch noch irgendetwas sein. Ja, ja, ist ja gut. Es gibt eine Truhe auf einer kleinen Insel im Norden von Taranis. Darin sind die Geldbörsen aller schrägen Vögel, denen ich auf meiner Kaperfahrt im Jahre der großen Sternenkonjunktion begegnet bin. Ich hab Streitigkeiten. Das ist doch schon mal was. Ja, aber ich hau jetzt besser wieder ab, bevor du noch mehr aus mir herausquetschst. Leb wohl, mein Junge. Ich hoffe, du wirst dein Ziel erreichen. Moment noch, geh doch nicht weg. Ich hab noch so viel Fragen. Echt jetzt? Mein Geist verlässt die Gruppe. Echt? Mehr war jetzt nicht? Ich mein, echt jetzt? Das ist jetzt schon ein bisschen armselig. Ich habe echt gehofft, dass er uns hilft beim Kämpfen und so, ne? Das heißt, haben jetzt wieder einen legendären Gegenstand. Ist falsch, ne? Einfach nur eine Quest, denke ich mal. Takarigua? Nö. Erbstreitigkeiten hier. Auf meiner Karte kann ich den Fundort des Schatzes sehen. So, der wäre Takarigua, hat er gemeint. Und da oben. Ei. Ich kann zwar, glaube ich, hier hin. Aber von da nach da schwimmen, geht das überhaupt? Wäre zu versuchen, ne? Ach Gottchen, wie werden wir da nie mehr fertig? Okay, bei uns versteckt wäre da schon bald eher besser, ne? Wo ist denn das? Hier. Takarigua schon wieder. Na, da war ich doch. Wieso habe ich das nicht gesehen? Gut. Schande. Ja gut, okay. Dann machen wir das zuerst mit Bones und dann mit Stahlbarts Erbe und dann so geht es halt weiter. Ne? Also wir werden uns, wenn es so weitergeht, niemals irgendjemanden anschließen können. Na, schwebst du gut? Er ist ein wahrhaftiger Magier. Schauen Sie, wie er in der Luft geht. Ein wahrhaftiger Magier.
Wahnsinn. Mist, also graziös. Graziös. Einfach unglaublich. So. Ja. So, also nochmal an Bord. Dann Seestechen. Dakarigua. Ja, bitte. Komm mit. Komm mit. Wie du willst. So. Jetzt muss ich noch einmal hier rauf. Das heißt, hierhin am. Na, da. So. Oder? Ja, egal. Hier am besten. Dann laufen wir los. Man heißt das ärgerlich. Da bin ich jetzt dreimal vorbeigelaufen. Oder fünfmal. Mann, ey. Das kostet immer so blöd Zeit. Ist schon ein bisschen ärgerlich. Was soll ich machen? Ich bin und bleib halt ein Schussel. So. Na, 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 na. So. Sprint, 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 sprint. So ein Schmarrn, so ein Schmarrn. Ja, ja. Oder muss ich dafür darauf klettern? Ah, das hätte auch sein können. Da. Versteckte Kiste. Ist nicht einmal verschlossen. Wein, rohes schwarzes Herz, Silberbecher, Silberkaraffe. Gut. Zurück zum Schiff. Ja, bitte. Das könnte ich ja immer schneller machen. Ich bin so doof. Bones, ich hab da was. Ich habe deine alte versteckte Kiste gefunden. Ja. Und es war tatsächlich ein schwarzes Herz darin. Ja, schon sehr lange her, dass ich es dort zurückließ. Wie auch immer, ich hoffe, dass es dir weiterhilft. Ja, das hoffe ich auch. So, gut. Reinigung. Schwarzes Herz reinigen zu können, braucht Hirutu zusätzlich eine passende Opfergabe. Ich muss ihm zu jedem Herz noch einen Knochen eines unschuldigen Äffchens bringen. Oh nein. Oh. Habe ich das? Blunder? Boah, ich will kein Äffchen killen. Eines unschuldigen Äffchens habe ich tatsächlich eins. Gut, dann in Gottes Namen. Auf Kila, ne? Ja. Dann machen wir das auch noch zur Vollständigkeit. Auf nach Kila. So, und dann werden wir doch wohl hoffentlich endlich mal hier fertig sein. Kreuzbirnbaum. So. Also hierhin. Ja. So. Ach Gottchen. Ich hoffe, ich muss das nicht immer machen mit dem Herz. Ach Gott. Ich glaube, diese unschuldigen Affenknochen kann man auch kaufen. Ich werde, wenn, dann werde ich sie mir alle zusammen kaufen, wenn ich das brauche. Hirutu, hier ein Äffchenknochen und ein Herz, schwarzes Herz. Reinige es bitte. Ja. Hier, ein Äffchenknochen und ein schwarzes Herz. Reinige es. So sei es, Gucho. Ja. Hier ist ein schwarzes Herz. Okay, danke für deine Hilfe bei der Reinigung vom Herzen. Danke für deine Hilfe bei der Reinigung von schwarzen Herzen. Wann immer du sie brauchst, komme zu mir. Doch nutze sie für das Gute, Gucho. Denn wisse, schwarze Herzen stärken deinen Körper. Jedoch verdunkeln sie deinen Geist. Denke immer daran und verlasse nicht den Pfad der Menschlichkeit. Nur so wirst du am Ende deine Erlösung finden. Danke. Also dann, servus. Gut, das ist wieder speicherungswürdig. So. Jetzt fehlen nur noch die Erbstreitigkeiten. Und das Bones meint, ich sehe wohl nicht so gut aus, nicht gesagt, bla bla bla. Gereinigte Schwarze können mein Blut dauerhaft vermehren. Wenn ich sie esse, Hiruto sagt, ich soll mich widerstandsfähiger machen.
Das sollte mich widerstandsfähiger machen. Das heißt, ich muss das jetzt noch essen. Und dann noch die Erbgeschichte hier. Dann hier auf Taranis. Taranis? Echt? Okay. Und dann hätten wir das, glaube ich, schon. Ah ja, die Insel da hinten oben. Dann werde ich mal dieses komische schwarze Herz einmal essen, ne? Dieses gereinigte, wenn ich es anfinde. Wahrscheinlich ist es unterbenutzbar. Grünes Herz, Schattendings, Bergkristall, Zucker, Schlüssel. Ich glaube, das wird unter dem drin sein. Rohes, schwarzes Herz. Schwarzes Herz. Dann. Maximales Blut. Plus 10. Okay. So, und jetzt? Das bin ich. Aha, das betrifft eigentlich nur, wenn ich weiß, wo ich die Herzen machen kann, ne? Okay, das war jetzt für den Hugo. Ja, wegen einem Herz wird wohl nichts untergehen. Also die Welt hoffentlich. Gut, dann versuche ich noch... Dann versuche ich noch, Stahlbarts Erbe zu bekommen. Das Erbe an uns. Und dann... hoffe ich, dass wir tatsächlich Dämonenjäger werden können. So. Mann, meine Klamotten. Ja, deine Klamotten stinken. Ja, schön. Da wäre ein bisschen mehr Wasser. Dann hättest du eine frische Meeresbrise als Geruch. Also Meersalz. Bleh. Nein, ich stelle mir das gerade... Nein, aus kein Kopfkino aus. Gut, also nochmal Seestechen. Nach Taranis in Gottes Namen. Dann werden wir im nächsten Bad versuchen, noch das Erbe hier zu bekommen, also unser Erbe. Und ja, werden dann nochmal kontrollieren, ob es noch Quests gibt. Wenn es keine mehr gibt, dann werden wir Dämonenjäger. Ihr Lieben, ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.